Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich schon mein zweites Video, was ich ohne Tomic drehe zum Thema Scotch Whiskey. Und das ist Green Label, 15 Year Old, Blended Malt. Früher hat man sogar Vatted Malt gesagt. 43%, echt ein Schnäppchen, um die 33, 35 Euro, je nachdem, wo man schaut. Ich habe noch nie vor der Kamera einen Johnnie Walker hier getestet und ich fange gleich mit den 15 Jahre Alter an. Wie man merkt, meine These ist, wenn meine Flasche gleich alle ist, dann kann ich endlich mal auch ein Scotch Whisky Video hier drehen. Also, ich habe hier buchstäblich noch ein Dram drin, falls überhaupt noch. Also schauen wir mal, was übrig ist. Jo, also 2 cl ist das noch nicht mal. Das ist 1,5. Also die Flasche ist auch schon seit 4, 5 Monaten da hinten. Denn ja, also ich habe das mal gekauft und auch einige. Hey, cool, richtig schön mit dem Logo jetzt hier in diese Richtung. Und ich habe das dann auch verteilt und so weiter. Auf der Rückseite steht ganz toll. Also 2012 wurde vom Markt genommen. Das ist die neue Version 2016. Ich habe es auch im Herbst 2016 gekauft. Also die Flasche ist im Gesamt ein Jahr alt jetzt hier. Und das ist jetzt hier eine Mischung aus Talisker. Also for the power. Das ist Linkwood for the finesse. Also wenn meine 37 Jahre alte Linkwood nicht bisher das Video angeschaut hat mit Tomek, bitte, bitte tu das. Also Craigenmore ist da drin für das Herz. Eine Kohl Eile ist the mystery. Ich sage einfach Rauch. Ja, also das ist Eiles best kept secret. Also keine Ahnung, ob es wirklich so ist, denn alle Leute, die ich kenne, sagen Eile Whisky, oh Kohl Eile, das muss so sein, das ist genial, das ist schön. Also das heißt, das hat ein bisschen Rauch da drin. Ich habe ehrlich gesagt eine alte Green Label 15 Jahre alt probiert und das hat mir okay geschmeckt. Der Rauch war ganz minimal und da habe ich einen neuen 15 Jahre alt probiert und da war der Rauch stärker. Und wer Whisky Jason kennt, weiß, er macht keinen Rauch. Also ich bin kein Fan vom Rauch, beziehungsweise noch nicht. Neulich war ich auf einer Tasting und dort waren 7 Whiskys ausgeschenkt worden und 3 davon waren Speyside, die waren gut und 4 waren dann Islay Whiskys. Und da muss ich sagen, die Whiskys vom Islay waren erträglich. Das heißt, mein Geschmack verändert sich doch langsam, langsam. Und deshalb wollte ich auch warten, bis ich alles Mögliche schon probiert habe, bis ich endlich ankomme hier bei meinen Scotch Whiskys. Aber ich fand es einfach zu schade, einfach mal so ein kleines bisschen in der Flasche zu lassen, beziehungsweise auch einfach, ich ziehe irgendwann bald um innerhalb von meiner Region und ich wollte nicht alle möglichen halbleeren Flaschen mitschleppen. Das spielt auch eine Rolle dabei. An der Nase kriege ich eine richtig schöne, nette, frische Note. Also, gibt es ja irgendwelche Tasting Notes hier? Nein, das ist auch manchmal auch ganz gut. Und jetzt muss ich überlegen, was ich hier habe. Kann ich den Talisker richtig rausriechen? Diese pfeffrige Note? Den Linkwood werde ich nie im Leben rausriechen können. Das ist so immer so zart und so leicht. Der Craigenmore hat wirklich ein bisschen, da steht auch das Herz, der hat ein bisschen auch Kraft denn da. Langsam kenne ich mich aus mit diesen Distillerien und weiß genau, welche Geschmacksprofil die haben sollte. Das ist echt richtig cool. Also Craigenmore hat auch ein bisschen von meinen süßen Holznote, diesen Sandalwood steht da drauf, ist ein bisschen süß und so weiter. Und dieser Rauch ist ganz dezent. Nun, wer genau wissen möchte, die ganze Green Label Sachen, es gibt natürlich auch Green Label Red und Black und Green und Blue. Also ich habe auch schon ein Blau im Glas gehabt. Das ist meistens so die sogenannte 100-Euro-Flasche. War ein bisschen zu rauchig für meinen Geschmack. Und diese Flasche bisher war mir auch ein Hauch zu rauchig. Also wir gehen rein. Also ich krieg über, nee, noch nicht gereifte Banane. Also Bananenschale habe ich ganz ehrlich gehabt. Komisch. Gemixt mit einem grünen Apfel und auch sehr, sehr fruchtig.
Und da kriege ich auch noch eine überreife Wassermelone. Wow. Also, das ist eine gute Beschreibung für eine Irish Whiskey, um ehrlich zu sein. Und an der Nase ist er so fruchtig, dass ich, wenn ich es blind in ein Glas hätte und der Rauch kam jetzt hier kaum durch, würde ich auch fast denken, das ist eine richtig schöne, super Abfüllung von was weiß ich was, irgendwie eine 20 Jahre alte Irish Whiskey. Möglicherweise. Ich kenne mich mit Irish, meine Irish Whiskys sind eher hier, als denn mit dem Scotch. Also da habe ich schon alles mal einmal probiert, aber hiermit habe ich mich auseinandergesetzt. Und das ist echt merkwürdig interessant. Ich bleib ein bisschen Kiwi kriege ich auch noch da drin. Wow, also meine Nase ist heute ein bisschen echt erstaunlich gut. Cool. Also lassen wir uns mal probieren. Das Erste, was ich denke, bei 43% ist er ein bisschen schwach auf der Brust. Ein paar Umdrehungen mehr hätte er vertragen können. Okay, jetzt habe ich wirklich kaum Rauch in diesem Moment. Sehr, sehr gut. Also hängt immer damit zusammen, was man vorher gegessen hat, was man vorher getrunken hat, was man danach trinkt. Also ich gönne mir einen Tick Wasser her. Ich habe gemerkt, dass wenn ich etwas getrunken habe, auch dann ein Whisky probiert habe und danach Wasser trank oder Wasser hinzugetan habe, manchmal kam diese Raucharome mehr zum Vorschein. Aber heute ist er nicht so, gar nicht so rauchig. Also in diesem Moment muss ich sagen, der ist echt gut. %43. Ein bisschen der Pfeffrige vom Talisker habe ich. Ein bisschen der Craigenmore habe ich auch hier. Diese Herz. Also der Mystery, ein bisschen diesen Rauch. Also da ist echt nicht viel davon drin. Also ich würde unter 10% vermuten. Ganz, 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 ganz dezent kann ich mir was einbilden jetzt. Aber da fehlt tatsächlich was. Das ist interessant. Im Mund schmeckt er besser als erstmal auf der Zunge. Er kommt in die Zunge rein und ich denke auch, schwach. Aber dann entwickelt sich. Also es geht so unten hin und dann entwickelt sich nach oben. Und auch der Abgang ist echt richtig nett hier. Schön. Okay, Leute, mein letzten Schlückchen hier. Green Label, die Flasche ist weg. Also noch einmal, die Flasche ist richtig cool. Diese Fuß hier. Diese schräge, diese viereckig, damals wurde das auch entwickelt, damit mehr Flaschen da reinkommen in weniger Platz. Also diese viereckige Design. Bestimmt haben die Leute auch damals entdeckt, dass man am Glas blasen kann, nicht nur an rund, sondern auch eckig. Das wurde dann tatsächlich, auch seit wann gibt es jetzt hier das nochmal? Johnny Walker gibt es seit, oh, das muss irgendwo hier drauf stehen. Ich finde das nicht. Nee, also keine Ahnung. Johnny Walker, Lochside, Edinburgh, Zuckercouleur ist da drin, Drink IQ ist da drauf. Also auch mit dem Holz kann man hier ein bisschen so sehen, wie der Holzprofil auf diesem Relief da drauf ist, oben und unten. Also meine Hausaufgabe habe ich nicht gemacht, zu sehen, wie alt der ist oder die Firma, aber irgendwann werde ich mich ausführlicher mit Johnny Walker und auch sich noch einmal den Green Label in ein Tasting auch denn da haben. Ich weiß, irgendwann werde ich ein Vertical Tasting machen, vom Rot bis hin zu Grün, bis hin Schwarz, Grün und auch dann Blau und alles, was dazwischen ist, werde ich einmal mal probieren. Ein letztes Mal. Zwei. Eine grundsolide Whisky. 15 Jahre alt, für 32 € momentan. Der kriegt von mir sogar eine 2 Plus. Diesen Preis finde ich absolut Bombe.
Also ich habe den sogar auch gesehen für 29 € schon an meinem Angebot. 29 € für eine 15 Jahre alte Blended Malt. Das heißt Null Grain Whisky hier drin. Die vier verschiedenen Single Malts werden miteinander vermischt. Deshalb ist ein Blended Malt absolut, absolut eine sehr schöne Sache. Tolle Flasche, gutes Geschmack im Mund, auch lang anhaltender Abgang. Also alles, was man eigentlich will für einen Whisky. Also Leute, warum nicht? Also Jason gibt denen echt ein 2 plus für ein Preis-Leistungs-Verhältnis für den Preis oder ein 2 im Geschmack. Also, wow. Jason tastet hier Scotches Whisky. Oh, wow. Blended Malt Scotch Whisky allerdings. Green Label from Johnny Walker. Daumen nach oben für meinen Whisky-Channel oder für mein Video. Bitte abonnieren. Und auch zum Schluss bitte, bitte, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Also whiskeyjason@gmail.com oder unten in der Beschreibung seht ihr das. Und vielleicht könnt ihr draufklicken und bei Amazon kaufen. Manchmal ist er sogar im Angebot, auch um die 30 €. Wäre eine coole, coole Sache. Ich bedanke mich und ich sage dann bis morgen. Tschüss!